Ja, war ja eigentlich ein wunderschöner Abend, ne? Aber ich glaube, müssen wir jetzt noch schlafen gehen oder so? Ich glaube ja. Ja, die gehen, die packen jetzt auch hier. Alle Dein Bett besoffen. ist rechts hinter dir. Rechts hinter Genau, mir. da, links. Da. Glaube ich zumindest. Rechts. Rechts. Ah. Dein Weibchen? Naja. Er hätte mir aber was Besseres suchen können. Was steht da? Morgen Spring Rocks 1870. Aha. Du kannst auch lesen drücken auf mit Viereck. Ja, so Kannst du das spannend lesen? fand ich das jetzt nicht. Hm. Und hier unsere Tochter oder was? Oder Geliebte? Nochmal deine Frau. Mach's nochmal Ja, einen da sieht sie Blickwinkel. besser aus. Doch, schön, schön, schön. Ja, dann, wie untersuchen? Ah. Oh. Keine Ja, Ahnung, wer das schön. ist. Random Personen aufgehangen. Ja. Ja, habe ich auch am Bett. Also, so. Wer mir gefällt, aus der Zeitung ausgeschnitten, einfach mal so. So, wie lange wollen wir denn? Bis zum Mittag trinke ich mal. Und Oh. so wie du immer aufstehst. Ja, perfekt. Die machen auch Party. Schon wieder oder immer noch? Naja, du hast nur 7 Stunden geschlafen. Ich denke immer noch. Hm. Guck Ja. mal, ja, Sehen die aber alle Flasche. relativ fit. Naja. Gut, das ist relativ. Dutch, I need you to do me a favor. Nothing too serious. I need you to help Herr Strauss. I've been working hard, Dutch. I know. And I know Strauss's business is not too glamorous, but it pays. Please, son, for me. Okay. Wer war noch mal Herr Strauß, der da vorne? LS, links. Links. Der hockt auch in der Klippe. Schub sie mal. Jetzt rechts von mir? Ja, Da, ich sehe. auf dem Stein. Schub sie mal. Wir haben ihm geholfen. Herr Morgan, Herr Guck mal, da Morgan ist ein Junge. Strauss. You're busy, my friend? Ja, warte. Schub sie Den mal. kann ich. Renn mal gegen den. Geht nicht, der bremst ab. Oh. Sorry, Jack, you okay? Sorry, Jack. Platsch. Na, was ist dran? I didn't see you there, Jack. You happy to have Uncle Sean back? Yeah, I missed him. Well, that makes one of us. Anyway, I won't disturb you. Uh-huh. Lass ihn nicht stören. My phone, Okay, Jack. keine You Kinderärger alright? hier, also das, ne? So, was willst du denn? What did you want? You loaning already? You know how it is. People is happy to borrow off someone like me, but more enthusiastic paying back to someone like you. Of course. Who are they? Let me see. A Chick Matthews works at Guthrie Farm. He's a hand, I believe. Mr. Roble, the small holder at Painted Sky, runs the operations there badly.
Miss Lily Millet is a ranch maid up at Emerald Ranch. And here was me believing Dutch's bluster about us helping folk. It's legal work, Mr. Morgan. Debtors belong in prison. We are doing them a favor. Aye, I'll make sure they see it in them terms. Put the debts in the Quest box als and try not to kill them. It's very bad for business. Ich höre very bad for business. Die Quest fand ich tatsächlich ganz cool, bis zu einem gewissen Punkt. Okay. Ah, ich dachte, wir sollten Lust. Hier dieser einen Person da helfen und mit dem Fotoapparat. Oh, können wir auch. Ich glaube, das ja, können wir aber guck mal auf die Map. Auf die Map gucken. Du hast die Quest zwar angenommen, aber jetzt hat es die Quest quasi am Laufen. Also du musst sie nicht gleich machen, sondern irgendwann im Laufe der Zeit. Wo sehe ich die? Also hier und da überall, nee, wo L... LS ist Leopold Strauss. Also der die gerade die Aufgabe ja, zum Schuldeneintreiben... Also muss ich da überall hin. Mhm. Mr. Wöbel. Ist natürlich blöd, dass wir hier Kopfgeld haben. Ah, nee, haben wir nicht, ne? Da hast du keine Kopfgeld. Okay. Ausnahmsweise mal. Ja gut, dann gehen wir mal zu dem. Mhm. Aber die andere ist jetzt weg, oder was? Die du angenommen Los. Hattest. Nee, die läuft noch. Achso. Ja gut, dann geht's. Das war so ein einmaliges Ding, die hast du angenommen und irgendwann im Laufe der Geschichte finden wir die Person. Achso, okay. Und dann wäre es nicht schlecht, wenn wir dann ein Foto machen. Mhm. Am besten, wenn sie noch leben. Und nachdem sie gestorben sind. Nee, ja, mal ja. schon. Das ist ein unschönes Pferd. Ja, hi. Mhm. Okay, dann sehr gut. Dann nicht. Lassen wir mal. Du kannst gut mit Pferden. Was erzählt die denn da? Habe ich mir auch gerade gedacht. Anything else? No, just that. Well, keep looking. Das Pferd ist aber schon ein bisschen dämlich, ne? Ich habe der gar nicht zugehört. Ja, ich auch nicht. Ich dachte es mir, dann sagst du es. Was machst du denn? Ich wollte Freundschaft schließen. Ja? Was hast du gedacht? Auf der Party habe ich mir Leben angesoffen. Und du verschwendest es direkt im Kern. Ich dachte, man kann da so Manett und so. Ist das nicht mein Pferd? Okay, ja, das ist dein Pferd. So. Aber nur das. Ist ja gut. Gucken wir auf die Map. Ja. Oder hast du ein Ding angekreuzt? Ja, ja, ich habe den Wegpunkt zu der... zu dem einen da, okay. Da. Ich passe wirklich sehr gut auf. Ja, doch. Aber was die Frau wollte, weiß ich nicht. Irgendwas mit Raubüberfall. Aber bis ich gecheckt habe, dass sie mit uns redet. Ich dachte, wir sollen auf irgendjemanden aufpassen. Ja, okay, kann auch sein, ja. Ja, wird wohl nicht so wichtig sein. Was denn? Vielleicht nicht so aggressiv spielen. Was? Ich weiß nicht, ob sich das mit unserem Kopfgeld so verträgt. Das kommt, weil wir noch ein wenig betrunken sind. Natürlich. Aber da geht doch der Weg lang, oder nicht? Ja, wenn du auf dem Weg läufst und nicht 10 Meter daneben. So. Lauf doch mal mittig im Weg. So, jetzt aber. Ja. Weil das Pferd kann doch auch mal ein bisschen mitdenken. Oh, immer dem Fahrzeug die Schuld geben.
Machst du das beim Autofahren auch? Natürlich. Das Auto kann doch auch mal mit dicken Menschen. So, sind wir hier schon? Ich glaube, ne? Ja. Das wird jetzt lustig. Du bist hier zum Schulden eintreiben, also verhalte dich hart. Warte? Nein, nicht so hart. Die sollen auch heute überleben. Und denk dran, wenn du schlagen willst, mit Kreis. Przepraszam, co pan robi w moim domu? God damn it. L2, dann kannst du auswählen. Ich drück Kreis, ich wollte die bauen. L2? Przepraszam, co pan robi w moim domu? You speak English? Me, Silesia. Yeah, good for you. Upper Silesia. I'm here for money. You borrow from a German man? Aha, German. Mein Herr, sprechen das das der Kaiserreich. I don't speak German neither. I'm here for money. Money that you borrowed from Leopold Strauss. Leopold Strauss. Yeah. So it's time to pay. Where is it? Well, no, I have nothing. It's very bad winter. We've all had a bad winter, pal. Where is it? Mach ich fertig! So. Aber nicht umbringen! Now, you remember where you're keeping that silver? Potrzebuję trochę czasu! Du musst näher ran. Znajdę ci pieniądze! No, still don't understand you. Where is the money? Gold, dollars! Nie rób tego! I have nothing! Już nie mam siły! Nie! Nie! Aj! Aj! Aj, 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 aj! No! I don't have money, but I have this. It's good. It's valuable. Is Warszawa, yes. I have your things. Okay. Jetzt kannst du das Haus durchsuchen. I have anything in here or out there. Ich will den Teller. Yes. Better be something somewhere. Very valuable. Good? Not good yet. Very well, gut. Ja. Yeah. Oh, die Asche deiner Mutter. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Yes, 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 yes. Ach ja. Ja, doch, das gefällt mir. Kannst du noch die anderen Räume durchsuchen? Rechts und links von ihm? Kann ich ihn nochmal schlagen? Erst später. Don't even speak English. Kann man da nichts rausnehmen? Nein. Dann lassen wir so offen. Manche Sachen sind auch einfach leer. Ja. Für bessere Feng Shui, ne? Ja. Für manche Sachen musst du auch mal. Ja. Ja. Gib mal eine Ego-Perspektive. Mit Touchpad. Nochmal. So. Da kannst du genau auf die Sachen schauen und dann kannst du sie nochmal neu nehmen. Manchmal ist es so ein Problem, dass es nicht gescheit funktioniert. Wenn du in der Third Person genau davor stehst. Okay. Ja, wirklich nicht, das arme Schwein. Vielleicht sollten die mir Geld da lassen. Der schuldet uns so. Du wirst schlechte Geldeinträuber. Tut mir leid. Du solltest das nochmal üben.
Verleih mal ein bisschen Geld. Hier, guck, der hat wirklich gar nichts. Aber wir brauchen das Geld. Guck, nichts. Null. Dann wird's wohl Zeit. noch ein bisschen? Ja, der hat ja auch gesagt, drinnen und draußen. Naja. Okay, that should about cover things. Schauen wir nochmal auf ihn. Drück L2. Oder schlag ihn nochmal. Bewegen, da. What you got behind there? So, sorry, I don't understand. Move aside. Hehe, der letzte Penny. What do we have here? Moja obrączka, nie! Just keep quiet! Da ist doch Geld. Aha! Ja. Ich hab das schon ein paar Mal durchgespielt, also. Jetzt kannst du ihn nochmal hauen. Aber nicht umbringen, nur einmal hauen noch. Jetzt hast du, glaube ich, alles. Nochmal? Oh, das war einmal zu viel. Ah, jetzt kannst du ihn noch plündern. Da geht doch noch, komm. Setz dich hin, Kollege, das geht alles noch. Der Kalle hat gesagt, ich darf ihn nochmal hauen. Warte, wir legen ihn vielleicht ins Bett. Ja. Du kannst nochmal in die Scheune dann gucken. Da hat er, glaube ich, noch was. Da siehst du, da geht was so. Der leiht sich nichts mehr von uns. Guck mal zur anderen. Genau, da. Warte. Nur du Scheiße auch. Schön reingetreten. Vielleicht versteckt der auch was mehr. Genau, du kannst jetzt dein Pferd noch klauen. Aber dafür musst du es erstmal noch beruhigen. Wie beruhigen? Geh mal auf ihn zu, drück L2 und dann kannst du. Na guck mal, hier sind doch auch noch Sachen. Dinge tun. Hier, wir können ihm Haferplätzchen geben, vielleicht. Ja. So findest du nichts, was auf dem Tisch liegt. Ich wollte auch gar nicht drauf stiefeln. Was, Pferdewecker? Ja, ja, falls das Pferd mal irgendwie versehentlich ne? Einschläft. Beim Abnippeln ist. Nee, beim Abnippeln ist, dann kann man es wieder aufwecken. Ah. Auferstehen lassen. Das ist ja cool. Ein Zigarettenbildchen. Das sind Sammelkarten. Ah, ja. Ja, ich glaube, da hatten wir schon mal eins gefunden. Schön. Anscheinend nicht. Kannst du mit dem Pferd. Ja, oder du bist da noch rein. Ich identifiziere mich als Pferd. Das ist immer sehr energisch, wenn der irgendwas macht. Ja. Nicht wieder treten. Ja, mach doch das, was ich dir gesagt habe. L2 drücken? Ja. Jetzt kannst du streicheln. Und vertraue dir schon mal wegen mir. Good girl. Siehst du?
You done good, girl. Jetzt kannst du aufstehen. Aufsitzen. Mit Reik. Da stand ja noch R1. Kann ich da untersuchen? Ja, genau. Und siehst du, was für ein Pferd das ist. Ah, okay. Mit R1 kannst du jetzt nur mal seine Werte sehen. Aha. Dunkle Apfelschimmel, bla bla bla. Ob ich dich warnen soll? Ah, mach mal einfach. Hm. Lustig. Hm. Cool. Ich dachte, das Pferd rastet aus und schubst sich weg. Oh. Kann ich dem denn jetzt nicht hier, oder? Nein. Nein? Nein. Warum nicht? Das Pferd wollen wir verkaufen. Also. Geld. Guck's dir nochmal an. Drück als 2, beruhige es. It's okay. Noch ein bisschen streicheln. Dann bist du dir vertraut. Und jetzt der Dreieck, damit du aufsteigst. Let's move. Du kannst noch L3 drücken, dann kannst du das Pferd wegen. Mache ich. Pat, pat. Geht aber nicht. L3 drücken. Ah. Ja. Zuhören will gelernt sein. L. Ich L. Guck mal, der lebt doch noch. Genau. Siehste. Jetzt kannst du gehen. Jetzt hast du alles, was er hat. Tschüss. Harter Winter. Ha! Der hat einen harten Sommer. Wie kriege ich jetzt mein Pferd mit? Ach, das kommt irgendwann mal wieder zu dir. Das ist einfach. Lauf! Mach das nicht aggressiv, sonst schüttest dich. Okay. So, jetzt gehen wir in die Stadt und verkaufen das Pferd. Achso, das war nur der Wegpunkt bis dahin. Hm. Warte mal, dann Stadt. In die oder was? Du kannst auch zuerst in die Dings reiten, in die. Können wir nicht direkt Camp? Zum Schlachter? Nee. Mist. Was sagtest du? Wo kann ich direkt hin? Du kannst auch direkt rechts nach zum Camp. Und dann das Geld abgeben. So, das kommt mit. Ah, das ist ja praktisch. Wenn du irgendwo am Arsch der Welt bist und nach dem Pferd rufst, dann kommt es auch. Also, ne? Hm. Ich meine ja bloß. Gute Ohren, muss ich sagen. Hm, war das der Weg? Wieso? Wieso? Ja. Geht's jetzt zur Klippe? Wir sind da so wenn ein kleiner. Der rote Strich sagt. So ein kleinen Pfad hoch, das dachte ich. Nee, das ist bloß so ein Berg. Aber ist auf der Map zeigt es an, dass das ein Berg ist. Kannst du ruhig im Galopp reiten. Ich dachte, dann ist es sofort wieder aggressiv, weil wir es so reintreiben. Aber naja, gut. Nee, durch das Reiten entsteht eine Verbindung. Ah ja. Arster Morgen ist ein Pferdeflüsterer. Mhm. Oh, Kopfgeld, $15. Wie kann das denn nur passieren? Du sollst rennen. Ach nee, okay, das war eine andere Quest. Hm.
Der Typ, der gesagt hat, das ist genau das, was ich gesucht habe, der hat gerade eine Tabakpflanze bestaunt. Ah. So, das Pferd bindest du jetzt mal da vorne an. An diesen. Genau. Ja, gut. Wird schon nicht wegreiten. Führen, streichen. Du musst führen klicken. Easy, girl, you're. Und dann kannst du es anbinden. Hoi. Du musst einfach näher an den Sound vielleicht. Ach, das wird schon nicht weglaufen. Anbinden da. Ja, hab ich doch gerade auch gemacht. Bist du? I'm sorry. I wanted them to hang him. So, wo ist die Kasse? Well, he amuses me. You done good, Arthur. Ein Stück weiter links. Genau. Da geradeaus. In diesem weißen Zelt. Rechts, links von dir. Ja, geradeaus. Einfach nur geradeaus. Auf dem Fass. Links von dir. Ja. Hm. Ja. Das rechts oben ist eines die Camp-Kasse und das andere ist dein Bargeld. Mhm. Jetzt kannst du mal ins Kontrollbuch schauen. Ich glaube, es wird da. Da kann man dann auch später noch Sachen fürs Camp kaufen, wenn du mal auf die nächste Seite gehst. Genau. Mhm, mal Vorräte oder Arzneien, nochmal R1. Oder Waffen, Munition und so weiter. Und so, ja. Deine Unterkunft kannst du auch verbessern. Eine Pferdestation, so das Übliche, ne? Mhm. Kostet aber einiges. Ja, ich sehe schon. Ja gut, du kaufst es ja auch fürs ganze Camp, ne? Genau. Okay, und wie komme ich hier wieder raus? Ein Kreis. Das Übliche. Ja, drücke ich. Dreieck. Drücke ich. Nächste Seite. Du weißt, ich drücke immer alle Sachen. Nächste immer. Seite. Nächste Seite. Stopp. Nichts mehr machen. Nächste Seite. Nächste Seite. Okay, geht nicht. Nein. Dreieck? Nee. Vorherige Seite. Blätter mal bis zum Anfang und schau mal, ob du dann das Buch zumachen kannst. Hi, Bill. Nein. Nein. Tja. Hier sind wir nun gefangen. Hä? Muss ich vielleicht was kaufen? Ich glaube nicht, nee. Drückst du wirklich Kreis? Ja. Nein! Drück mal Optionen. Nein. Okay, kaufen wir das für 30. Karen? Oder füll mal auf, oder? halt mal im Kreis gedrückt. Vielleicht. Nee, ich musste was kaufen. Wisst ihr?